Wir sind Maria und Jan und reisen seit 2017 durch die Welt und waren seitdem schon in mehr als 35 Ländern unterwegs. Vor kurzem waren wir 3 Wochen auf Kreta, haben die komplette Insel mit dem Auto umrundet und in diesem Video möchten wir euch kurz zusammengefasst die 10 schönsten Orte auf Kreta zeigen, die ihr bei eurer Reise auf gar keinen Fall verpassen dürft. Falls ihr euch für Reisetipps interessiert oder euch für die nächste Reise inspirieren lassen wollt, dann abonniert uns auch gerne kostenlos und aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video zu verpassen. Starten wir jetzt allererst mit dem Cheokambos Beach, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Auf jeden Fall, wenn ihr zum Strand fahrt, ist die Fahrt durch die Berge schon ein kleines Highlight und von den Bergen aus könnt ihr den wunderschönen Strand mit seinem türkisblauen und klaren Wasser sehen. Der Strand befindet sich übrigens ganz im Osten der Insel und das Parken vor Ort ist kostenlos direkt am Strand möglich. Da der Strand nicht allzu bekannt unter Touristen ist und weil er relativ weit weg ist von allem, ist dort in der Regel nicht viel los. Weiter geht's mit dem Seitan Limania Beach. Der Seitan Limania Beach ist ein abgelegener Strand in einer von orangen Felsformationen umgebenen Bucht. Der Strand befindet sich nördlich von der Stadt Chania. Hier trifft türkisblaues Wasser auf weißen Sandstrand. Parken kann man kostenlos oberhalb des Strandes. Vom Parkplatz aus muss man etwa 15 Minuten zu Fuß hinuntergehen. Zieht euch dafür auf jeden Fall vernünftiges Schuhwerk an, denn der Pfad besteht aus spitzen Steinen, die ganz schön wehtun können. Und wenn ihr früh genug morgens da seid, habt ihr auch den ganzen Strand für euch alleine. Das Wasser dort ist sehr erfrischend und wenn ihr Bock habt, könnt ihr dort fast überall von den Klippen springen. Kommen wir nun zu der ersten Stadt und zwar Agios Nikolaos. Agios Nikolaos gehört zu den schönsten Städten der Insel. Und von der Stadt aus lässt sich übrigens perfekt der Osten erkunden. In der Mitte des Ortes befindet sich ein See, der durch einen Kanal mit dem Meer verbunden ist. Der See ist in der Mitte bis zu 64 Meter tief. Außerdem gibt es im Ort viele Restaurants, 2 kleine Strände und einen Hafen, bei dem sich ein öffentlicher und kostenloser Parkplatz befindet. Ganz weit im Osten von Kreta liegt mit ca. 5000 Bäumen nicht nur der größte Palmhain in Europa, sondern auch der wunderschöne Palmstrand von Vai. Dort stehen Dattelpalmen, deren Früchte allerdings ungenießbar sind. Parken kann man direkt vor dem Strand für 3 Euro pro Tag. In der Nähe vom Strand gibt es einen Aussichtspunkt, der zu Fuß nur 2 Minuten entfernt ist und von wo aus ihr einen perfekten Überblick über den Palmstrand und den Palmhain bekommt. Weiter geht es mit Matala. Der Ort war früher bekannt für Hippies und Aussteiger. Er liegt im Süden von Kreta und erinnert auch noch heute an die Zeit der Hippies. Hauptsächlich ist dieser Ort für seine vielen Höhlen im weißen Kalkstein bekannt. In diesen Höhlen haben in den 60ern oder auch in den 70er Jahren Prominente wie zum Beispiel Bob Dylan gelebt. Damals war Matala nur ein Fischerdorf, heute ist es ein sehr bekanntes Touristenziel. Falls ihr wie wir mit dem Mietwagen unterwegs seid, könnt ihr dort kostenlos am Straßenrand kurz vor der Fußgängerzone in Matala parken. Ein Spaziergang durch den Ort, Sonne am Strand und ein Besuch der Höhlen für nur 4 Euro pro Person lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zu einem sehr schönen Strand und zwar dem Preveli Beach. Im Süden von Kreta lohnt sich ein Besuch beim Preveli Beach. Er ist neben seinem schönen Sandstrand bekannt für seinen Palmwald und den Süßwasserzufluss, der ins Meer mündet, was alles in allem eine einmalige Kulisse zaubert. Wer mit dem Auto anreist, hat die Wahl zwischen 2 Parkplätzen. Der eine Parkplatz kostet Geld und von dort aus ist die Wanderung zum Strand recht anstrengend, weshalb wir euch den kostenlosen Parkplatz östlich vom Strand empfehlen würden. Von dort aus sind es noch etwa 15 Minuten Fußweg bis hin zum Strand, bei der ihr auch eine geniale Aussicht auf den Strand genießen dürft. Der Palmstrand von Preveli gehört definitiv zu den schönsten Stränden auf Kreta. Wer bei seiner Kreta-Reise wandern möchte, sollte auf gar keinen Fall die Wanderung bei der Samaria-Schlucht im westlichen Teil Kretas auslassen. Man kann diese Wanderung entweder innerhalb einer geführten Tour angehen oder wie wir einfach selbst organisieren. Direkt am Start der Wanderung kann man kostenlos parken und muss anschließend beim Eingang 5 Euro Eintritt zahlen. Die Schlucht ist ca. 17 Kilometer lang und dadurch eine der längsten Schluchten in Europa. Der Wanderweg führt entlang an spektakulären Felswänden und dauert etwa 5 bis 8 Stunden. Da die Wanderung keine Rundwanderung ist, muss man am Ende der Wanderung die Fähre für 11 Euro zum nächsten Ort und anschließend einen Bus für 4,80 Euro zurück zum Parkplatz nehmen. Nehmt euch deswegen auf jeden Fall genug Bargeld mit. Insgesamt sollte man für die ganze Wanderung oder für die ganze Tour einen Tag einplanen. Kommen wir nun zum Lake Kurna. Der Lake Kurna liegt im Westen der Insel und ist der einzige große natürliche See auf Kreta und wird von hohen Bergen und Olivenhainen umgeben. Der See eignet sich ideal für eine Wanderung, aber auch einen Ausflug mit dem Tretboot können wir sehr empfehlen. Wir hatten unser Tretboot für 1 Stunde gemietet und haben dafür nur 5 Euro bezahlt. Diese Tour hat sich absolut gelohnt. Neben allen gibt es dort auch Wasserschlangen und Schildkröten zu sehen. Wer an die rechte Seite des Sees heranfährt, sich ruhig verhält und wartet, wird ganz sicher Schildkröten beobachten können. Weit entfernt vom See gibt es kostenpflichtige Parkplätze. Dabei kann man direkt vor dem See kostenlos parken, also fällt darauf auf jeden Fall nicht herein.
Nun kommen wir wohl zu dem bekanntesten Strand auf Kreta, und zwar Elafonissi. Dieser Strand befindet sich übrigens im Südwesten von Kreta. Der Strand ist durch das Meer in zwei Hälften unterteilt und erweckt somit den Eindruck, eine geteilte Insel zu sein. Elafonissi ist bekannt für seinen weißen Strand, der an vielen Stellen sogar rosa ist, in Kombination mit türkisem Wasser. Der Strand ist sehr leicht zugänglich, jedoch ein absoluter Touristen-Hotspot, also manchmal ist der die Hölle los. Parken kann man kostenlos direkt vor dem Strand, dafür einfach bis zum Strand durchfahren und nicht auf die Schilder auf dem Weg zum Strand reinfallen. Dort wird nämlich mit kostenpflichtigen Parkplätzen geworben. Für Strandliegen mit Schirm hatten wir 10 Euro bezahlt. Und zu guter Letzt der für uns schönste Strand auf Kreta, der Balos Beach im Nordwesten der Insel. Die türkisfarbene Lagune von Balos erweckt totales Malediven-Feeling und eignet sich perfekt für einen Strandtag. Aber Achtung, der Strand ist extrem beliebt unter Touristen, weshalb es sich lohnt, früh morgens vor Ort zu sein. So hat man den Ort nahezu für sich alleine. Zum Strand gelangt man entweder per Boot oder wie wir mit dem Auto. Etwa 7 Kilometer vor dem Parkplatz beginnt ein Schotterweg, der es wirklich in sich hat. Vor Ort muss man dann 1 Euro pro Person bezahlen und kann die 1,8 Kilometer lange Wanderung hinunter zum Strand antreten. Während der Wanderung lohnt es sich auf jeden Fall, kleine Pausen einzulegen und die wunderschöne Aussicht zu genießen. Auch hier haben wir für die Strandliegen mit Schirm 10 Euro gezahlt. Mit Sicherheit gibt es noch weitere schöne Orte auf Kreta, weil Kreta ist eine sehr, sehr schöne Insel. Aber die von uns genannten solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen. Falls ihr irgendwelche Empfehlungen habt, dann schreibt sie doch gerne unten in die Kommentare. Und außerdem möchten wir uns noch für die ganzen Spenden bedanken, die wir in letzter Zeit bekommen haben. Und auch für die ganzen Texte, die ihr dazu geschrieben habt. Ich fange als allererstes mal an. Shian hat uns 5 Euro gespendet. Ich hoffe, ihr habt den Namen richtig ausgesprochen. Glas hat uns 20 Euro gespendet. Das ist wahnsinnig viel Geld. Und Manuel und Andreas haben uns jeweils 10 Euro gespendet. Also nochmal vielen lieben Dank an dieser Stelle. Danke auch von mir. Wirklich, das bedeutet uns wirklich sehr, sehr viel. Ja. Und jetzt noch zu einem anderen Thema. Falls es euch interessieren sollte, wie teuer unsere 3 Wochen auf Kreta waren, klickt hier gerne auf das Video. Falls ihr es noch nicht getan haben solltet, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Falls ihr es noch nicht getan haben solltet, abonniert uns auch gerne kostenlos. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.